ihr Süßen, und welcome back to Avatar Generations. Ja, schau doch mal, wer hier im Lufttempel sich versteckt. Meine Stimme habe ich geölt. Das nenne ich mal eine unglaubliche Tür. Egal wer da drin ist, er sollte dazu in der Lage sein, mich als Avatar zu trainieren. Was soll das, Aang? Niemand kann da drin 100 Jahre lang überlebt haben. Ich habe auch so lange in einem Eisberg überlegt. Es ist nicht unmöglich. Und es ist auch nicht unmöglich, dass derjenige vielleicht eine leckere Fleischplatte hat. Na, diese Tür will nicht aufgehen. Ah, hast du nicht vielleicht einen Schlüssel? Das ist süß. Der Schlüssel, Sokka, ist das Luftbändigen. Na, dann bändige mal an. Timer läuft ab. Oh, wie viel Stuff wir hier kriegen. Oh. The door is open. Wir sind drinnen. Oh, wow. Hallo? Jemand da? Schwer zu sagen mit all diesen Statuen. Statuen? Das ist alles? Wo ist das Fleisch? Das ist eine Statue eines Luftbändigers. Und dann ein Wasserbändiger und danach ein Erdbändiger und Feuerbändiger. Wer sind all diese Leute? Das ist der Avatar-Zyklus. Das sind meine vergangenen Leben. Natürlich! Wenn ein Avatar stirbt, dann wird er dem Zyklus folgend in der nächsten Nation wiedergeboren. Stimmt's, Aang? Aang? Was schaust du da an? Wer ist das? Das ist Avatar Roku, der Avatar vor mir. Ich weiß nicht, woher ich ihn kenne, aber ich weiß es einfach. Leute, versteckt euch! Da kommt jemand! Ja. Lemur! Essen! Warte, lauf nicht weg, Kleiner! Lass uns Freunde sein! Ich verspreche, dass Sokka dich nicht essen wird! Wartet ihr zwei, wo geht ihr hin? Wir fangen unser Essen. Warte, Aang, nicht so schnell. Ah, wie süß. Ich gehe jetzt gerade so im Kopf die Serie durch. Nun, das war exakt genauso lustig. Na, ah, da kommen sie. So, schauen wir mal. Wir kriegen ja ganz viel Zeug. Er ist da reingelaufen. Lemur, wo bist? Oh. Oh. Da liegt jemand. Jatso. Nein. Ah, da bist du ja. Komm schon, ich werde ihn nicht essen. Oh nein. Lass uns von hier verschwinden, Aang. Es wird alles wieder gut. Oh, Aang hat dir den Avatar-Zustand gebracht. Oh je. Boah.
Die Bilder sehen schon geil aus, muss man ja mal so sagen, ne? Ah! Sokka, geht es dir gut? Was ist passiert? Es ist arm. Er hat Getsus Leiche gefunden. Oh nein, wir müssen ihn irgendwie beruhigen. Ja, und auch schnell, bevor er uns vom Berg wegpustet. Sorry, wenn ich mich so oft räuspern tue. Erfüllt nicht die Voraussetzungen. Oh je. Ich habe die Voraussetzungen nicht. Das ist ja nicht so schön. Wie war denn das nochmal? Keine gültigen Charaktere verfügbar. Das heißt, wir kommen jetzt erstmal nicht weiter, ne? Glaube ich. Oder? Oder doch? Ah, wir kommen doch weiter. Oh je. Yeah. Wir müssen jetzt gegen Ahn kämpfen. Oh Mann. Das kann jetzt was werden. Avatar-Zustand. Ahn, kannst du uns hören? Wir sind für dich da. Bitte lass uns dir helfen. Das bringt nichts. Wir müssen ihn zur Vernunft bringen. Start. Oh je. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Oh nein. Ja, mit der Story kommen wir jetzt wohl erstmal nicht weiter. Ich muss irgendwie meine Katara und meinen Sokka noch ein bisschen hochleveln. Aber ich kann jetzt irgendwie so eine Elementen-Quest machen. Machen wir das erstmal. Ich muss ja nachher mal kurz gucken, wie ich die Charaktere am besten leveln kann. Weil wir müssen jetzt irgendwie 65.000 XP, sag ich jetzt mal, aufbringen, um Ahn zu besiegen, und wir haben erst knapp die Hälfte an Stärke quasi. Also Ahn ist quasi 65.000 Dingens stark und wir sind halt nur mit Sokka und Katara 31.000 Dingens stark. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ich muss mich hier noch reinfuchsen. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Elementenquest, ein bisschen Action hier muss auch sein. Bams. Ich kann ja auch gleich mal gucken, ob wir mit Kyoshi weiterkommen. Da war ja auch noch irgendwie was. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Yay, Sieg. Ja, jetzt haben wir wieder was erreicht. Sehr schön. Phase 2. Probieren wir es einfach mal aus. Mal gucken, ein bisschen kämpfen, ein bisschen Action. So, jetzt wieder das gleiche Setting. So, den hier. Dass das Eis auch nicht schmilzt. Kaboom.
der arme Arm. Ist ja nicht sehr nett. So, ich mache euch jetzt alle nass. Oder auch nicht. Mal gucken, der Combo. Zack, zack. Ja, mein Zuko ist schon ziemlich stark, das muss ich ja schon mal so sagen. So, noch mehr Eulenwölfe hier. Kombi! Bams, bams. Wow. So, das weg, den weg. Wie schnell die sind. So, jetzt war ich euch aber nass hier. Oh nein! Was ist mit meinem Sokka los? Wurde der vergiftet? Ey, mein armer Sokka! Ist ja nicht so nett. Zack. Bams. New Bams. So, gleich haben wir den auch. Zack, plumps. Yay. Und noch ein 2-Sterne-Sieg. Okay. Das Bild sieht auch sehr schön aus. Phase 3. Eieiei. Okay. Na, ich schau mal kurz, wie man weiterleveln kann oder ob wir bei Kyoshi weiterkommen. Also, so, da bin ich wieder. Ich bin jetzt hier bei Kyoshi. Und wir können polare Zuflucht freischalten. Ihre Story interessiert mich besonders, weil ich mit Kyoshi noch gar nicht so viel Berührung hatte. Deswegen ist es für mich dann jetzt auch alles neu, die ganzen Charaktere und was hier alles so geschieht. Schau doch mal. Aha. Achso, hier ist noch die Quest von Arn. Vertreibe Angst, Trauer. Sieht ja schon mal ganz schick aus. Dann gucken wir doch mal. Warum sind wir hier oben und nicht unten im Boot? Ich habe dem Seefu gesagt, dass ich Zeit für mich brauche. Um den Plan durchzugehen? Klar. Dein Meister hat gute Gründe für seinen Widerwillen. Es war einst so etwas wie eine Tradition, dass der Avatar mit seinen Freunden ohne die Aufsicht eines Ältesten herumreist. Aber Hairan, Jianzhu und ich, wir drei hatten nicht den positiven Einfluss auf Kurok, den wir gehabt haben sollten. Jianzhu sieht diese Zeit unserer Jugend als ein großes persönliches Versagen seinerseits. Hört sich eher nach einem Versagen von Kurok an. Kritisiere Juns vergangenes Leben nicht. Die Lebenspfade der Avatare sind einem großen Schicksal vorbestimmt. Jede Handlung ihrerseits ist von Bedeutung. Da ist Jianzhus Boot. Die anderen sollten bald in der Nähe der Anlegestelle sein. Aha, okay. Ja genau, Avatar Kurok, das war ja ein Wasserbändiger. Und der war dann vor Kyoshi, genau. Davor war Yang Shen. Genau, und wer war davor? Weiß ich jetzt gar nicht.
Nee, Quatsch. Ja doch, Yangshen, Kuruk, Kyoshi, Roku, Aang, Korra. Genau, 6 Avatare. Ich letzte Folge schon gesagt. Ich muss meine Gedanken hier sortieren. Die Welt des Avatars erscheint mir gefährlich zu sein. Jeder ist wichtig und mächtig, aber ich bin nur... Da ist Hairan in ihrer Kampfausrüstung. Und Jianzhong mit einer Eskorte von Elitesoldaten. Wer ist das? Das ist Sifu Amak. Abgesehen vom Sifu ist er mein Lieblingslehrer. Der wasserbändige Meister, warum ist er in den Farben des Erdkönigreichs gekleidet? Das ist alles Teil seiner Verkleidung. Er tut irgendetwas in seinen Augen. Konzentriert der Spinnenschlangenextrakt, um seine Augenfarbe zu ändern. Es ist ein Geheimrezept und äußerst teuer. Ja, genau. Die Erdbändiger haben grüne Augen, die Feuerbändiger haben ja, haselnussfarbige Augen, also braune Augen. Die Wasserbändiger natürlich blaue Augen und die Luftbändiger graue Augen. Abgesehen von Tagaka selbst sollen bei dieser Verhandlung von beiden Seiten aus keine weiteren Wasserbändiger teilnehmen. Also pst. Naja. Okay, dann gehen wir mal. Und jetzt hat sich auch die Quest oben aktualisiert. Finde Tagaka. Der Eisberg. Da kommt sie. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Muskelprotz mitbringen sollten. Das Mädchen da ist ein wandelndes Krebennest. Aber wo sind meine Manieren? Es ist mir eine Ehre, dem Avatar höchstpersönlich zu begegnen. Tagaka, Marquis des Ostmeeres. Ich gratuliere zu deinem Sieg über die restlichen blassroten Teufel. Yachei Hong und seine Crew waren ein Haufen sadistischer Mörder. Du hast der Welt einen großen Gefallen getan, indem du sie ausgelöscht hast. Ha, dieser Herr lernt wohl wie Yangshen und schmeichelt wie Kuruk. Ich freue mich schon auf unseren geistigen Wettstreit morgen. Morgen? Wir werden hier schlafen und die ganze Nacht verwundbar sein? Oh je. Oh, wie schön das aussieht. Später. Sag mir, Avatar, hast du Spaß? Hört sich jetzt falsch an, aber okay. Ich war schon an vielen Orten in der Welt und deine Gastfreundschaft kennt keinesgleichen. Das freut mich. Ich war davon überzeugt, dass du versuchen würdest, mich zu töten, bevor die Nacht um ist. Ja? Falls dies eine Anspielung auf die Größe meiner Ehrengarde ist, versichere ich euch, dass ich damit nichts Böses beabsichtigt hatte oder euch beleidigen wollte. Sehr höflich. Ich rede nicht von dem Haufen Lakaien mit Speeren, Junge. Ich rede von den dreien. Gä? Ach so, ach die, ach so. Ja, es ist mein Onkel, es ist meine Mutti und mein Vater, ja, genau. Ich weiß, was es bedeutet, wenn der Totengräber des Chulu-Passes höchstpersönlich mein Zelt befleckt. 5000 Gelbnackenbanditen lebendig begraben, der Rest von ihnen zur Unterwerfung gezwungen. Der gesamte Aufstand wurde von einem Mann niedergeschlagen. Deinem angesehenen Mentor. Verfolgen dich ihre Geister im Schlaf oder hast du sie so tief begraben, dass die Erde ihre Schreie erstickte?
Bei allem Respekt, ich habe meine Position dadurch erlangt, dass ich Fakten kenne, die über das hinausgehen, was deiner Meinung nach eine typische blauäugige Südländerin wissen sollte. Zum Beispiel weiß ich, wer aus Versehen die meisten Menschen während eines Agni-Kais umgebracht hat, Frau Direktorin. Und Meister Kelsang, hör mir gut zu, junge Avatar. Hast du dich jemals gefragt, warum sich meine Flotte stets nur im Osten mehr aufhält? Es ist nur wegen diesem Mann dort drüben. Mein Vater nannte ihn immer den lebenden Taifun. Ich sollte dir danken, Meister Kelsang. Ich habe auf dieser Expedition mehrere Onkel verloren. Du hast mir einen grausamen Machtkampf um die Nachfolge erspart. Die effektivste Drohung wird nur einmal ausgeführt. Du hast nichts von meinen Meistern zu befürchten. Und wenn wir grausamen Berichten Glauben schenken, würde ich mir ebenso große Sorgen machen. Ja, absolut. Du weißt, dass es Unglück bringt, eine wichtige Zeremonie durchzuführen, wenn Blut an deinem Geist klebt. Vor deiner Ankunft habe ich mich von meinem vergangenen Verbrechen gereinigt. Aber da so viel Blut an deiner Seite klebt, verspüre ich das Bedürfnis, es noch einmal zu wiederholen. Du kannst so lange hier bleiben, wie du willst. Du hast 5000 Menschen lebendig begraben? Alle raus hier, ich muss alleine mit dem Avatar sprechen. Oh Mann. Oh je, Nase juckt. Nachdem Kuro gestorben war, hielt ich mein Versagen, ihn auf den richtigen Pfad zu führen, für meinen letzten und größten Fehler. Allerdings war das noch nicht meine größte Schande. Ich habe gegen meine Grundsätze als Luftbändige verstoßen. Ich habe meine Lehre enttäuscht. Ich habe mein ganzes Volk im Stich gelassen. Mich hast du nie enttäuscht, niemals. Krach. Ist alles in Ordnung? Oh, oh, oh. Überlebe die Nacht. Eieiei, also Tayaka scheint wohl nicht ganz grün hinter den Ohren zu sein. Aber unsere Meistern scheint auch nicht. Alle haben sie Dreck am Stecken, alle. Ja, ja, okay. Dann schauen wir doch mal. Aber es ist interessant, die Geschichte. Schade, dass wir nie das Ende erfahren werden, leider Gottes. Wo war nochmal mein Zelt? Wo war nochmal mein Zelt? Oh nein, ich bin zu nah am Piratenlager. Ich hoffe, sie werden nicht... Sag mal, habe ich dich nicht bei der fliegenden Oberngesellschaft gesehen? Er ist ziemlich betrunken. Ist auf deinem Körper ein Tattoo, das du mir zeigen willst? Ja, ich habe ein Arschgeweih und dann habe ich noch ein Tribal und ja, am Busen habe ich auch noch was und ja, genau und ja. Ja, ich spinne schon wieder meine eigene Story zusammen hier. So. Ein bekanntes Gesicht. 0 versus 5000. Oh nein, hier komme ich ja schon wieder nicht weiter. Wieso komme ich denn nicht weiter? Kraft ist das. Aha, Kraft, okay. Also Aang hat eine Kraft von 62.000 und Sokka und Katara haben gemeinsam eine Kraft von 31.000 bei mir jetzt gerade. Und deswegen können wir die Story nicht weiterspielen. Und wir können hier wohl gerade nicht weiterspielen, weil wir eine Kraft von 0 haben. Ich sitze quasi jetzt gerade nicht hinter meiner Facecam, aber es ist gefährlich. Ach Mann, ich komme nicht weiter. Das ist ja doof. Menno. Na gut, meine lieben Freunde, dann wird diese Folge ein bisschen kürzer. Ich schau mal, dass ich irgendwie irgendwo irgendwas geschissen kriege, um ein bisschen zu leveln. Ich habe ja so viel Gedöns hier. 23.000 irgendwas, 15.000 irgendwas, 5,3 Millionen irgendwas.
Ja, und 5,4 Kristalle irgendwie. Keine Ahnung. Ich muss mich hier nochmal kurz einfixen. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao mit V.